Das ist, ich habe mich bei den Beast of Berlin so eingeschissen, ich bin richtig Panik geworden. Okay. Panisch, ja. Hast du Windeln gehabt? Du musst am Ende hast du so Holzklötze, musst puzzeln und du weißt nicht, was das ist, weil da sind nur Striche drauf. Du weißt nicht, ist es ein Code oder ein Wort. Liebe Hörer, falls Sie sich wundern, hier unterhalten sich zwei gut betuchte junge Frauen, die haben am Wochenende nichts anderes zu tun, als in irgendwelchen Darkrooms sich rumzutreiben. Escape Rooms, Penny! Wir gehen nicht in Darkrooms. Und sich auspeichen zu lassen und Carrie hat die Nase ramponiert und Luisa... Wir gehen in Escape Rooms, mach hier mal nichts falsch. Also steck uns jetzt mal hier nicht in eine Nische, Pöni. Jingle abfahren, bitte. Bitte, mach bitte mal nicht Jingle. Deine Hobbys zu unseren. Wir wissen ja, wie sehr du 50 Shades of Grey liebst. Was lieb ich? 50 Shades of Grey. Jedes Mal in der Pressevorführung rastest du aus vor Begeisterung. Ja, ich raste aus, das stimmt. In der Tat, ich raste aus, aber es vor Wut. Du wolltest den Jingle hören. Ich möchte jetzt den Jingle hören. Wir wollen anfangen. Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack und mir gegenüber ist ja schon bekannt unsere Darkroom-Frau. Caroline Carrie Steinkrug. Ja, also du warst im Darkroom. Im Escape Room. Im Kino rumgetreibt habe, getrieben habe. Du hast dich getreibt. Ja. Getreibt. Wir haben diese Woche im Kino 5 Filme, auf die wir uns konzentrieren wollen. Berlin, I love you, Killer Man und Wer nimmt den Hund? Ich. So wie du mich willst und Fisherman's Friends. Und dann haben wir im Heimkino etwas, was ich wirklich nur jetzt schon empfehlen kann. Das ist ein Familiending. Das macht allen Spaß zwischen wirklich 3 und 300. Die Winzlinge Abenteuer in der Karibik. Mehr darüber später. Der erste Film in dieser Woche, den wir besprechen wollten, heißt Berlin, I love you. Und Pöni ist heute gut drauf. Der ist heute schon den ganzen Tag. Ja, oder merkst du diese Energie, die hier so rüberspringt? Es ist folgendermaßen... Aufgrund von dem Film, Pöni, oder? Ja. Ich sage immer, wenn ein Film vorab nicht der gesamten Presse gezeigt wird, handelt es sich in der Regel um einen Scheißfilm. Dieser Film wurde vorab nicht der gesamten Presse gezeigt. Warum? Zur Berlinale hat ihn schon der ehemalige Berlinale-Leiter Dieter Koslik abgelehnt mit der Bemerkung, der Film ist einfach grottenschlecht. Und unter der Überschrift Katastrophenfilm widmet ihm... diesen 10-Episoden-Movie, der aktuelle Spiegel, 2 Seiten und eine Spalte, um darauf hinzuweisen, dass sich jetzt einige der Beteiligten hinter den Kulissen erbittert bekämpfen. Warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Der Medienbord Berlin-Brandenburg hat 300.000 Euro Zuschuss gegeben. Die Warner Brothers Dependance hat ihn nicht vorab gezeigt, jedenfalls nicht allen, sondern nur einigen. Und da kommen schon schlimme Meldungen. Also ich kann zu dem Film Berlin, I love you nichts sagen. Kann immer nur, wie gesagt, feststellen, in der Regel stimmt es, diese Filme sind in der Regel Scheißfilme. Wirst du ihn noch mal sehen und uns dann Bescheid sagen? Nö. Oder? Nö. Warum soll ich mir den ansehen? Ich habe keinerlei Interesse. Sind da nicht so ein paar Lieblingsregisseure von dir dabei? Dennis Gansel, Danny Levy, Til Schweiger. Oh. Auf Gut. Den wollte ich hinaus. Verstehen. Also über den Film können wir nichts berichten, können wir nichts sagen und damit hat sich's. Okay? Oder hast du noch irgendwas? Nö. Gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Aber du bist auch nicht eingeladen gewesen. Nee, ich war auch nicht eingeladen. Das ist merkwürdig. Ja, aber... Da strahlt der Pöni aus. Killer Man kommt aus Amerika. Das ist ein Actionfilm auf der B-Linie. Ein professioneller New Yorker Milieugeldwäscher, gespielt von Liam Hemsworth, oder spricht der Liam? Wie spricht man den aus? Ich hätte jetzt auch Liam gesagt, Liam Hemsworth. Aus Australien, ne? Ja. Wird von seinem besten Kumpel dazu verleitet, bei einem Drogendeal in die eigene Tasche zu arbeiten, was schwierig ist, weil diese Drogen gehören in die Asservatenkammer der Polizei. Korrupte, äußerst aggressive Cops wollen die Drogen und das Geld wieder zurückhaben. Und es geht natürlich los mit dem Action-Theater. Und zu allem Pech wird dieser Milieu-Geldwäscher Mo, eben gespielt von Hemsworth, auch noch verletzt. Also er verliert sein Gehirn, muss langsam seine Kriminalität erst wieder aufbauen. Also sein Gedächtnis. Naja, sein Gedächtnis. Ja, genau. Also das ist ein Blödsinn mit Irrsinnsbullen, einem schmierigen, schlaffen Drogenboss, dem man die Nummer 1 in der Region nicht abnimmt. Und an der vorderen Front ist Liam Hemsworth. Der jüngste Bruder der Familie Hemsworth. Chris kennen wir aus Tour. Natürlich. Und Luke kennen wir aus der TV-Serie Westworld. Und er ist der Jüngste, hat gespielt in den Tribute von Panem-Filmen. Und zuletzt war er in einem Film, toll eigentlich, der nur in Deutschland im Heimkino rausgekommen ist, Das Duell. Mit als Partner, Mensch, wie heißt Woody der? Woody Harrelson. Woody Harrelson, du weißt es, na klar. Und sehr empfehlenswert. Ja, Das Duell. Aber dieser Film, wie Killer Man, das ist ein Streifen, da weiß man, von Anfang an, ich habe alles schon 1000-mal, aber viel, viel besser gesehen.
der ist überflüssig. Was der im Kino eigentlich hier anrichten soll, weiß ich nicht. Der füllt nur das Programm Zwei Pönis, also der, nee, kein guter Film. Ja, lieben Hemsworth ist ja auch so ein Mädchenschwarm, da wäre jetzt mal interessant, ob die dann in diese Kinosache da reingehen, oder weil das ist ja jetzt nicht so das Mädchengenre. Nee. Also entschuldige, dann poste ich mir lieber so ein Foto runter, oder aber doch, ich gehe doch nicht wegen so einem Typen, der hier auch noch mit seinem Radaubart da. Ach, nee. Ich habe den ja mal interviewt zu Independence Day 2, war der ja hier in Berlin, der Liam. Und? Sieht gut aus und das war's dann auch. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Aber sehr nett trotzdem. Damit allem. Beschreibst du ihn. So. Wer nimmt den Hund? Ich. Und wer nimmt den Hund? Fragezeichen. Ja. Na klar, ich würde ihn ja auch nehmen. Ich würde ja Hunde und Tiere und Katzen viel, viel lieber als Menschen. Der Regisseur von Und wer nimmt den Hund? Deutscher Film, heißt Rainer Kaufmann. Rainer Kaufmann ist an sich ein interessanter Regisseur, obwohl Carrie ihn ja nicht kennt. Er hat noch nie einen Zombie-Film gedreht und auch nie einen Horrorfilm gedreht und war auch noch nie im Vakuum. Escape Room. Er hat gedreht Stadtgespräch 1995, da waren 1,67 Millionen Besucher im Kino. Er hat gedreht Die Apothekerin 1997 nach einem Ingrid Neu-Roman, da waren 1,5 Millionen Besucher im Kino. Und ich habe ihn gesehen. Gut. 2000 folgte die Ingrid Neu-Roman-Verfilmung Kalt ist der Abendhauch, da ging es so langsam runter. Und weil ihm der Produktionsprozess, diesem Rainer Kaufmann, zu lange dauert, ehe man einen Kinofilm herstellt, hat er zwischendurch immer wieder TV-Filme gedreht, hat für einen, Marias letzte Reise, 2005 den sehr renommierten Adolf-Grimme-Preis bekommen und den Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm des Jahres. Also das ist kein Nonsens-Regisseur, sondern Rainer Kaufmann ist schon wer. Und wer nimmt den Hund? Rainer Kaufmann hat mal in einem Interview gesagt, bei einem Kinofilm gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man dreht einen tollen Festivalfilm oder man zielt aufs große Publikum. Und er würde sagen, beim Kinofilm sollte man immer mindestens 1 Million Zuschauer im Auge haben. Sonst hat es gar keinen Sinn, für die Leinwand zu arbeiten. Jetzt hat Rainer Kaufmann einen Film gemacht, der ist dann also nichts fürs Kino, denn der wird nie und nimmer, und wer nimmt den Hund, 1 Million Besucher bekommen. Der rettet sich sozusagen durch zwei exzellente Schauspieler, ist aber thematisch eigentlich durch diesen Klassiker der Rosenkrieg damals mit Danny DeVito und Michael Douglas. Michael Douglas und Kathleen Turner. Danny DeVito, Regisseur und Hauptdarsteller. Der war toll. Ist eigentlich das Thema gegessen. Aber Martina Gedeck und Ulrich Tukur, die retten den Film, denn die sind richtig, richtig gut. Und du meinst, die ziehen nicht die Namen, dass die Leute deswegen ins Kino gehen? Nein. Martina Gedeck, bekannt aus dem Film Die Wand, und Ulrich Tukur, Leben der anderen. Und vor allen Dingen ist er seit 2010 als Tatortermittler Felix Mureau wirklich überragend in jedem Fall für den Hessischen Rundfunk unterwegs. Beide spielen hier ein Paar, ein Trennungspaar aus der hiesigen Mittelschicht. Das heißt Haus, zwei Kinder, ein Hund. Er ist Georg, ein Aquariumschef in Hamburg, und er kündigt nach einem Vierteljahr von jetzt auf gleich die Ehe. Da hat so eine jüngere Doktorandin in seiner Firma, hat sich ihn geschnappt, das hat er sich gefallen lassen, er will jetzt zu Hause weg. Sie ist natürlich darüber sauer, man landet bei der Therapeutin, obwohl man eigentlich schon beschlossen hat, völlig auseinanderzugehen. Und nun gibt es einmal das Duell, das Verbalduell bei der Therapeutin, und dann gibt es diese Rückblicke, wie das alles hingeführt hat. Das ist so ein Karussell der Gefühle, Frustration und Illusionen. Und der titelgebende Hund, der spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es sei denn, aber das verrate ich nicht. Was ist denn das für ein Hund? Mischung. Okay. Also nichts Aufregendes, aber... Das ist ein solider Kinofilm, aber eigentlich im Kino völlig überfordert, sondern gehört ins Fernsehen. Im Fernsehen ist er bestimmt sehr, sehr gut und wird auch sicherlich gute Quoten kriegen. Aber im Kino bleibt er auf der Strecke. Ich gebe ihm 3 Pönis, wegen dieser beiden hervorragenden Schauspieler. Aber das Thema, auch das hat man schon so oft gesehen. Ehepaar scheidet sich, bla 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 bla. Sie fängt was Neues an, gründet eine Firma oder will eine Firma gründen, lernt einen neuen Lover kennen, was ihn natürlich überrascht, obwohl er ja auch in neuer Beziehung ist. Und so. Ja... reißt mich also nicht so vom Stuhl, und ja, aber die beiden Schauspieler sind gut und deshalb 3 Pönis. Ich finde den Titel immer so ein bisschen verwirrend. Also ja. Und wer nimmt den Hund, muss ich ganz sagen, im ersten Moment dachte ich, oh, das ist eine deutsche Komödie, muss ich richtig so. Ja. Und dann, wie du das jetzt sagst, ist das aber wieder so ein deutscher, schwerer Film, wo ich persönlich schon wieder denke, oh. Naja, nein, er hat bisweilen gescheite Dialoge. Martin Rauhaus heißt der Autor, der hat schon ganz nette Dialoge geschrieben. Zum Beispiel gibt es da einen Freund in der Familie, Peter Jordan gespielt. Der hat so hübsche Einfälle. Das ist also ganz, der sackt nicht ab, der Film. Aber er kommt auch nicht auf die großen Höhen. Und wenn ich mich mit dem Thema befassen will im Kino. Ich schaue mir den Rosenkrieg nochmal an. Ich fand den super. Ja, das ist ein Beispiel. Klassiker. Damals in der Berlinale auch der Siegerfilm gewesen. Damals ewige Zeiten her. Wobei ich nicht weiß, ob dieses Thema wirklich hier abgefrühstückt ist.
Kommt drauf an, wie du es erzählst. Aber im Grunde für mich, was willst du da noch Neues erzählen? Zwei sind 25 Jahre zusammen, trennen sich, bla bla bla, tralala, you heißt das, jeder geht seinen Weg, aber eigentlich geht jeder doch nicht seinen Weg und irgendwann und ja. Kann man sich irgendwie schon denken, wie es ausgeht. Beim nächsten Film sind wir auch in der Therapie. Der kommt aber jetzt aus Frankreich. So wie du mich willst. Der lief schon in der Berlinale bei einer Sondervorführung, durfte nicht in den Wettbewerb, weil Juliette Binoche, du sagst es, Juliette Binoche, die Jurypräsidentin war, und da durfte ihr Film natürlich nicht in den Wettbewerb, sondern hätte es geschafft und wäre wahrscheinlich auch dekoriert worden. Denn So wie du mich willst, von einem Regisseur namens Sefi Nebu aus Frankreich, der ist wirklich was Besonderes. Sefi Nebu empfehle ich, der hat 2006 einen Film gedreht, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und nie aus dem Kopf ganz gegangen ist. Der hieß Der Hals der Giraffe. Den gab es damals in Deutschland im Kino und ich habe auf meiner Website auch eine Kritik, www.pönack.de, gucken im Archiv, Der Hals der Giraffe, dann findet man so ein bisschen stimmungsmäßig, falls hin schon zu dem Regisseur. Es geht um eine Literaturdozentin, Juliette Binoche natürlich, sie ist um die 50, ihr Mann hat sie nach 20 Jahren verlassen, also ähnliches Thema, Hundethema. Sie hat zwei Teenager-Söhne, hat einen jungen Lover, aber der junge Lover, auf den ist auch nicht so Verlass und der geht ganz schön robust mit ihr um, sodass sie irgendwo aus Enttäuschung und Frustration und Angst vorm Altwerden im Netz mal so die Seiten abklappert in Sachen Partner gesucht. Und irgendwann kommt sie auf die irrwitzige Idee, eine neue Identität anzunehmen. Sie nennt sich Clara, behauptet 24 zu sein, schickt ein Bild von einer Freundin, einer sehr attraktiven Freundin und sie dominiert also im Netz wieder in Sachen Jugendlichkeit und Schönheit. Aber was als harmloser Chatflirt anfängt mit einem jungen Mann namens Alex, das entwickelt sich immer tiefer. Also die chatten nicht nur jeden Tag, die telefonieren dauernd und aus dieser ganzen Gesprächsarie wird tatsächlich eine theoretische Liebe. Er drängt natürlich darauf, dass man sich endlich mal wieder trifft. Ja, was tun? Und was so als Beziehungsspiel mit Fopperei und Lügenexistenz beginnt, ist gleichzeitig auch erzählt aus der Sicht der Therapeutin. Denn sie erzählt diese Geschichte ihrer Therapeutin, während die Geschehnisse wir ungebremst weiter erleben, was sie so tagsüber, wenn sie nicht bei der Therapeutin ist, erlebt. Das ist interessant. Das ist spannend natürlich, weil eine Juliette Binoche, die ist so wunderbar gespalten. Die trägt diesen Film, der thrillerhafte Züge dann noch annimmt, geheimnisvoll, bravourös. Es kommen Wendungen, auf die man nie gekommen wäre. Das macht den Film auch noch. Und die Partnerin von Juliette Binoche, Nicole Garcia in Frankreich, ein großer Star, ist eine ebenbürtige Binoche-Prüferin, also Therapeutin. In Variety war zu lesen, ein fiebriges Hitchcock'sches Melodram, kann ich nur unterstützen, hat mir sehr gut gefallen, So wie du mich willst. Weil er nie die Voraussetzungen erfüllt, also immer das, was einem einfällt, passiert nicht, Gott sei Dank. Deshalb kriegt der Film von mir 4 Pönis. Also ein sehr gutes Drehbuch, würdest du sagen. Drehbuch und eine wirklich Ausnahmeschauspielerin, denn Juliette Binoche. Ja, keine Frage. Die ist in jeder Einstellung dabei. Und das muss man erstmal als... Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist mit Juliette Binoche. Chocolate. Richtig. Ehrlich? Ja. Ich liebe Schokolade, den habe ich geliebt. Ich liebe du auch, Schokolade. Ja. Ach, ich finde den, so schön und ja. Seitdem habe ich mich in sie verliebt, muss ich sagen. Also ich würde den Film auf jeden Fall angucken gehen. Und es Hitchcock würde ich, ja? Ist ja, ja schon gewagt, so. Ich meine, Hitchcock ist jetzt ja nicht irgendjemand. Also das muss schon auch richtig spannend sein. Der Hitchcock, der demnächst übrigens 120 Jahre alt geworden wäre, der steht hier wirklich im Eckchen Pate und lächelt über dieses Kammerspiel, was man an sich am Anfang denkt, ach, die alte Leier, ähnlich wie der Hundefilm, eine Frau, verlassen, Partner. Nee. Der französische Film ist etwas... So, und das ist genau der Unterschied. Also wenn ich mir jetzt beide Kritiken von dir anhöre, würde ich mir den auf jeden Fall angucken, weil mich auch interessiert, wie der jetzt ausgeht. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Der bei Gärtner? Der Gärtner? Wie, die chattet dann mit dem Gärtner, ja? Vielleicht. Vielleicht. Und bei dem anderen denke ich mir so, oh, es interessiert mich gar nicht. Ehrlich, also denke ich mir so, ja, Carrie, mich interessiert, was mit dem Hund ist. Aber irgendwie, ja. Deshalb habe ich ja am Anfang auch immer gedacht, und wer nimmt den Hund? Ach, da spielt auch ein Hund mit. Richtig, das denkt man ja auch. Aber der Hund spielt eben nicht mit und deshalb ist der Titel auch verfehlt. Gut. Also Juliette Binoche gehe ich mir auf jeden Fall angucken. Aber ansehen solltest du auf jeden Fall den nächsten Film, der kommt aus Großbritannien. Und den mag ich. Den mag ich auch deshalb, weil ich ja, du weißt, ich fahre seit 1983 beinahe jährlich
nach Borkum, auf die ostfriesische Nordinsel Borkum, habe mich dort in diese Insel verliebt, in das Klima verliebt, diese jodhaltige Luft und natürlich in die Typen, die da leben. Man kennt ja, wenn man seit 83 auf die Insel fährt, kennt man natürlich sehr, sehr viele. Und so habe ich auch zum Beispiel Berührung bekommen zur Shanty-Musik. Und war oft in Veranstaltungen, wo die Gruppe Borkum war Jungs gesungen haben und machen und tun. Der nächste Film handelt davon, nicht von Borkum, aber von Shanty-Musik. Er heißt Fisherman's Friend, ist von Chris Foggin und ist eine Geschichte, die das Leben wirklich geschrieben hat. Natürlich mit selbstredenden künstlerischen Freiheiten erzählt, aber das ist ein Film, den ich von Anfang an erstmal erklären kann zu einem Wohlfühlfilm. Ausgangspunkt 1995. Der südwestliche Fischerort Port Isaac an der Küste von Cornwall. Einige Einheimische haben sich zusammengeschlossen, Kerle, um gemeinsam Seemannslieder zu singen. Die machen einfach jeden Freitag, gehen sie in den Hafen, stellen sich hin, die Zähne und singen. Und die Touristen da sind angetan und mehr passiert nicht. Eines Tages taucht da ein Londoner Musikmanager auf mit seinen Kumpels, die wollen Party machen. Die haben da so einen Junggesellenabschied, aber das klappt nicht so ganz, weil sie sich auch natürlich völlig daneben genehmen und die Einheimischen sind ziemlich störrisch und lassen sich nicht alles bieten, egal wie. Aber sie lernen die Fisherman's Friends live kennen. Und dieser Danny, der Musikmanager, der da einer von diesen vier Typen ist, dem wird gesagt von seinen Kumpels, hey, die sind ja so gut, die musst du engagieren, die musst du unter Vertrag nehmen. Und er glaubt denen das. Die machen mit ihm einen richtig bösen Scheißscherz. Der glaubt aber das und macht sich auf den Weg, um diese Typen, insgesamt 653 Jahre alt, zu engagieren, ihnen einen Vertrag anzubieten für eine LP, die dann veröffentlicht werden soll. Die nehmen das erst als Scherz, aber dann, nachdem sich der Danny da so drum kümmert, nehmen die das schon für ernst. Nur als Danny erfährt, dass das ein Scherz, ein Joke ist, ist er angefressen und sagt, nee, ich folge erst John Lennon. Ein Traum, den man allein träumt, ist ein Traum, den man gemeinsam träumt, ist Wirklichkeit. Also, er geht diesen Weg weiter und versucht, einen Plattenvertrag abzuschließen mit diesen Typen und versucht ihnen sein Wort, dass er sein Wort gibt und hält. Das macht Spaß zu erleben, erinnert mich an Leckerli-Unterhaltungen und brillante Underdog-Komödien wie Breast Off mit Pauken und Trompeten, aber vor allen Dingen, den wirst du nicht kennen, an den Bill Forsyth-Klassiker Local Hero von 1983 mit einer der letzten großen Rollen von Burt Lancaster. Und Day stand wirklich Pate für diesen Film, in dem man sagen muss, er ist angenehm emotional, er ist temperamentvoll im Klang und er ist britisch herzhaft in der Komik. Der macht also wirklich Spaß. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte dazu. Das ist also eine rundum Business-, Freundschafts- und Liebesgeschichte, dieser Film, mit dem Rock'n'Roll von 1752. So nennen das die Einheimischen ihre Shanty-Musik. Also, das ist ein Film, wo ich sagen muss, hey, da fühle ich mich wohl. Da habe ich tolle Typen. Da habe ich eine schöne Geschichte inmitten toller Landschaft. Und ich habe natürlich, weil ich, wie gesagt, aus Borkum davon berührt bin, habe tolle Shanty-Musik. Zum Beispiel, What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Dieser Film macht Stimmung und ich fühle mich wohl und gebe ihm vier Pünis, Fisherman's Friends. Hat mein Herz erreicht. So, lieber Pünni. Ja. Ich kenne natürlich Local Hero, weil wo spielt der? In Irland. Schottland. Nein, Schottland. Ja, also ich liebe Du kennst doch nicht jeden schottischen Film. Nee, nicht jeden, aber viele. Den kann ich übrigens auch empfehlen. Der, ich fand ist, den super. Der ist toll von 83. Und leider sehen das ja unsere Zuhörer nicht. Du hast heute das passende Hemd an. Ich muss die ganze Zeit denken, du hast heute dein Hemd dem Film gewidmet. Wir sehen. Ich würde auch hätte an meine Kritiken gerne gesungen, aber mein Hals ist heute nicht so in Form, sonst hätte ich euch heute. Aber alles da können ja die Fisherman's Friends helfen, diese kleinen Pastillen. Weißt du? Nee, aber. Was mich irgendwie mal so interessiert, du hast von den Borkumer Jungs geredet, von diesen Chören. Und ich weiß nicht, das ist eine wahre Geschichte, der Chor. Das ist eine authentische Geschichte? Ja. Ach Mensch, gut, dass du mich daran erinnerst. Denn natürlich passierte das Große. Die sind seit 2011 in den Folk-Pop-Hitparaden katapultiert. Also die haben Erfolg. Die haben, obwohl niemand dran geglaubt hat, bis auf diesen Danny, haben die von jetzt auf gleich die Nummer 9 in den Charts erreicht und haben seitdem eine internationale Karriere gestartet, mit wechselnder Besetzung allerdings. So ganz jung sind sie ja nicht mehr. Und das ist ja das Schöne, das ist authentisch, mit bisschen natürlich Erzähl und Fiktion. Und das macht so viel Spaß, weil wenn Loser in Anführungsstrichen was erreichen können, obwohl andere ihnen das nicht zutrauen, ist es doch wunderbar, du hast keine Chance, also nutze sie gefälligst. Das macht Spaß. Spielen die sich selbst? Das war meine Frage. Nein, das sind Schauspieler. Das sind Schauspieler und nur sie tauchen im Nachspann natürlich authentisch auf mit den Bildern und wo sie vorgezeigt werden und ja. Aber nochmal zu den Borkumer Jungs. Da frage ich mich wieder, ich möchte so einen Film aus Deutschland über Borkumer Jungs, die irgendwie... Bitte nicht, nein. Sind die schlecht?
nein, die sind nicht, die sind gut, aber du musst Fantasie haben, du musst... Eben. Überlegst, guck dir doch die deutschen Filme der letzten Zeit... Aber es wäre Zeit für Veränderungen und deswegen könnten wir uns auch da mal ein Beispiel nehmen. Ach, das sagt eigentlich, sagst du das jede Woche? Ich weiß. Aber vielleicht erhört mich ja eines Tages irgendjemand. Nein. Dazu, das tut mir leid, ich behaupte ja immer, wir haben viele in der Filmhochschule, ist es die Ausbildung? Filmhochschule, ja. Filmhochschule. Und davon behaupte ich mal, sind viele kein Talent. Jetzt wird auf der anderen Seite gesagt, ja, wir kriegen auch keine Chance und wir kriegen kein Geld mehr. Sag mal so. Also in den USA haben die wenigsten eine Schule besucht. Sag mal so. Du kannst auch ohne Geld einen tollen Film drehen. Das stimmt. Du musst nicht immer das große Geld haben und du musst nicht immer die große Ausstattung haben, sondern du kannst auch ohne Geld, wenn du deine Fantasie spielen lässt, wenn du gut bist, wenn du talentiert bist, kannst du den anderen beweisen, dass in dir was drin steckt. Das tun aber in Deutschland viel, viel zu wenige und ich folgere daraus die bequeme Haltung, das Fördergeld, das Steuergeld also und ich behaupte, so viel Talent haben wir gar nicht, wie wir immer aber zu so hören haben bekommen. Ja auch viele Größen angefangen, James Cameron mit seinem Terminator, der den Traum hatte und so weiter. Deutschland. Ich sagte nur, aber also James Cameron mit deutschen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass in den USA die Leute sich trauen, was zu träumen und dann aus ihrer Fantasie Dinge kreieren. Und das sollten wir uns hier zum Beispiel nehmen. Film gab Cleo. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich wollte auch gerade diesen Regisseur übrigens für die Borkumer Jungs vorschlagen. Der würde vielleicht was draus machen. Siehste? Ja. Aber komm jetzt einmal in deinen Lieblingsfilm. Ach ja, ja, hast ja. Hast so ja, lieb. Ja. Also, Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik, mein Heimkino-Tipp in dieser Woche. Ich muss dazu erzählen, ich bin gerne Kind. Obwohl ich ja nun schon alles andere als im Kindesalter bin, aber das Herz geht oft auf bei manchen Filmen, wo ich merke, Erich Kästner hatte recht, nur wenn du erwachsen bist und dabei ein Kind geblieben bist, bist du ein Mensch. Und das passiert mir hier bei den Winzlingen, Abenteuer in der Karibik. Aber angefangen hat alles 2010 mit einem Film, der da hieß im hiesigen Heimkino Minuskül, die Welt der kleinen Wiesenmonster. Ja, das ist so niedlich. Pass mal, Carrie, kannst du einen Moment mal übernehmen? Ich muss einen Schluck trinken, mein Hals ist so zu. Ich weiß, erzähl, dass du... was Nettes. Ja, über den Film. Und zwar, ich habe mir, du sagst mir, man soll nicht einen Trailer gucken, aber ich habe mir tatsächlich den Trailer angeguckt und war sofort schockverliebt. Also mich hat... war einer der wenigsten Trailer, der mich dazu bewogen hat, das anzugucken. Also das könnte man an dieser Stelle mal empfehlen. Also, Minuskühl, die Welt der kleinen Wien. Noch mehr, ich muss noch was trinken. Vielleicht solltest du härtere Sachen trinken, Bernie. Nicht nur Wasser. Irgendwann machen wir das. Aber das dann hatten wir schon, wenn du dich erinnerst. Ja. Also, 2010 hatte alles angefangen mit Minuskühl, die Welt der kleinen Wiesenmonster. Kam aus Frankreich. Minuskühl heißt winzig klein. Das waren so Episoden zwischen 4 und 6 Minuten Länge, um die trickreichen Abenteuer von Kleinstwesen, bestehend aus Mini-Tierischen aus dem Computer, inmitten realer Wiesen- und Waldnaturausnahmen. Und das war so köstlich und so amüsant. Dann folgte 2013 der erste Kinofilm, Die Winzlinge, Operation Zuckerdose. Ebenfalls ulkig, die Abenteuer eines gestrandeten Marienkäfers, der mit einem Volk von schwarzen Ameisen den ulkigen Kampf um die Überreste eines Picknicks nimmt. Und jetzt kommt der Film, den ich empfehle, weil er jetzt gerade im Heimkino rausgekommen ist, wo in 92 Minuten Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Er war im vorigen Jahr im Februar, nein, in diesem Jahr im Februar war er im Kino. Und jetzt also im Heimkino. Es geht um Winzlinge. Marienkäfer. Der lebt mit der Familie im Wald. Gemeinsam mit Ameisenfreunden begibt sich der Junior der Marienkäfer eines Nachts in einen Feinkostladen. Sie wollen Beute haben, landen in einem Karton versehentlich, der für Lebensmittel für Guadeloupe vorgesehen ist. Die kommen nicht mehr raus, also werden sie rübergeschickt und der kleine Marienkäferbengel auch nach Guadeloupe. Und da gibt es natürlich Stress, aber Papa ist schon unterwegs und bereit für eine waghalsige Rückkehraktion. Das ist ulkig, das ist liebenswert, das ist charmant, das ist einfach stimmungsvoll, wenn diese krabbelnden, fliegenden Akteure loslegen. Und zwar mit ihrer ganz eigenwilligen Sprache, also mit ihren Kommunikationsgeräuschen. Und das Ganze gepaart mit viel hintersinnigen Doppelhumor, Stichwort der Kreislauf des Lebens, wir müssen erhalten Bienen, Insekten und jetzt diese Winzlinge auch. Denn es geht nicht nur um irgendwelche Abenteuer von Käfern und Ameisen, sondern auch um eine Vermittlung an Kinder, an den Nachwuchs zum Beispiel, sich für das Ökosystem zu interessieren, für diese wichtigen tierischen, tollen Arten, die hier vorgeführt werden.
Der Film hat ein besonders wertvoll Prädikat bekommen in Deutschland, ist auch über 3D zu sehen im Kino, aber jetzt zu Hause glaube ich nicht. Das ist eine wunderschöne Familienempfehlung. Vier Pönis für die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Der macht mir einfach Spaß. Und guck mal hier, wir haben das Cover hier. Marienkäfer, guckt euch das an. Das ist so niedlich, oder? Ja, also. Und da geht doch das Herz auf. Da geht das Herz total auf. Da musst du doch nicht irgendwie eine bestimmte Altersschicht sein, sondern das kann man sich mit seinen Kindern ansehen, dann kann man sich alleine. Das ist einfach niedlich. Und gleichzeitig ist es sinnvoll. Also, und vor allem in Zeiten von Pixar mal eine andere Form der Animation. Das ist toll, toll, klasse. Das stimmt. Ja, weil wir aus Amerika natürlich immer gewohnt sind, von Disney, von DreamWorks und von wem auch immer, diese perfekten Bilder zu bekommen. Und dann kommen hier so kleine Winzlinge aus Frankreich, die krabbeln herum, machen eigenwillige Geräusche. Und du bist fasziniert. Und diese Mimik ist so genau, niedlich. Die Mimik, wie das alles erzählt wird. Also unser Film dieser Woche ist im Heimkino. Unser zweiter Filmempfehlung, Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Gib mir mal die Daumen. Dankeschön. Bitteschön. Das ist doch wirklich, oder Luisa, sag mal was. Das ist süß. Ja, sehr, sehr süß. Und wer sich davon überzeugen möchte, bevor den Film sieht, Trailer gucken. Ja, das ist diese Woche. Hast du noch irgendwas nichts mehr zu melden? In der nächsten Woche, das müssen wir schon ankündigen, da haben wir zwei Filme, auf die wir uns schon freuen. Wir haben auch beide schon gesehen. Und die Freude ist trotzdem noch da. Tarantino? Ja. Es war einmal in Hollywood und Toy Story 4. Ja. Und darüber wird zu reden sein. Ja. Was ist mit Was ist mit dir los? Nichts, ich freue mich auf Margot Robbie. Ja, du gehst wieder in den Darkroom. Die meisten Frauen gehen ja in diesen Film wegen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, ich wegen Margot Robbie. Ja, aber ich gehe auch wegen zum Beispiel Margot Robbie. Ja, das macht aber auch Sinn, Pöni. Hinreißendes Persönchen. Und ja. Gut, wir haben's. Freuen uns auf nächste Woche. Ciao. Tschüss. Pönis Kinowoche, der Podcast. Jede Woche neu.